Also wir wurden von der Leitstelle Ansbach alarmiert zu einem Verkehrsunfall PKW gegen Zug hier in Rodenburg am Bahnübergang an der Nördlinger Straße. Und es hieß, dass der Fahrer oder Fahrerin eingeklemmt wäre. Als wir vor Ort waren, war Polizei und Rettungsdienst schon vor Ort. Die Fahrerin war schwerst eingeklemmt und es stellte sich nach kurzer Zeit sehr schnell heraus, dass sie verstorben ist, und dann ging es eigentlich um die Bergung der Person. Alltäglich war es sicher nicht, aber mit unserem Equipment, das wir zur Verfügung haben, konnte man das sehr gut bewältigen. Die Hauptbelastung war eher nicht technischer Art, sondern ich denke jetzt eher von die Belastung, die seelisch auf die Einsatzkräfte zukam.